Bei mir ist René Gude, einer der Neuzugänge des SVW in Wiesbaden. Heute beim 4:1 Testspielsieg gegen den TSV Schott Mainz erfolgreich. Das erste Tor erzielt im Rest des SVW in Wiesbaden. Wie hat es sich angefühlt? Ja, überragend, ne? Ich bin gut reingekommen die Wochen. Ich habe mich super wohl gefühlt. Hat alles super geklappt. Und ja, von Woche zu Woche wird es besser hier. Ich merke das auch mit der Mannschaft. Man passt sich mehr an und so. Und ja, jetzt war das erste Tor. Ich hoffe, es wird noch mehr. Der Test 4:1 ging es aus. Trainer meinte, ihr hättet durchaus auch deutlich höher gewinnen können. Woran hat es denn letztendlich gelegen? Ja, ich glaube, wenn man meine Chancen nochmal sieht, ich glaube, ich hätte nochmal zwei machen können. Wenn das ist, dann fällt das auch höher aus, sage ich auch. Ja, das sind die letzten Dinge, die wir im Training nochmal üben müssen. Abschluss und ja, aber wenn, da mache ich mir keine Sorgen, dass wir das bis zum Ligastart nicht klappt. Rüdiger Rehm meinte auch, die Jungs beißen in der Vorbereitung richtig. Wie hart ist es denn letztendlich? Ja, natürlich läuft man nochmal ein bisschen mehr. Das ist aber okay, das ist, dafür ist die Vorbereitung da. Ich sag mal so, dafür holt die Körner und für die Saison. Und ja, wir sind topfit, sind super motiviert alle und ja. Sie sind ein klassisches Nordlicht, ne? Stammen aus Hamburg, auch in Flensburg, Kiel schon gespielt. Wie fühlt man sich da im Rhein-Main-Gebiet? Ja, das ist natürlich was anderes hier unten. Hier wird nicht Moin Moin gesagt, sondern Servus. Ja, das ist natürlich eine Umstellung und ja, aber nichtsdestotrotz ist das hier wunderschön mit den Bergen und so. Und da oben im Norden gibt es keine Berge, sage ich mal in Anführungszeichen, schon was anderes. Aber ich habe mich super eingelebt, das Team hat mich super aufgenommen und ja, ich fühle mich einfach wohl. Letzte Frage noch. Die Offensive beim SVW Wiesbaden ist ja nicht gerade schlecht besetzt. Wie geht man an die Sache ran und was nimmt man sich da vor, auch als junger Spieler hier zu erreichen? Ja, natürlich lernen von den Spielern. Ich sag mal, Manuel Schäffler habe ich schon in Kiel kennengelernt, hat sich super entwickelt hier. Ja, das musst du als junger Spieler aufnehmen, viel fragen. Und ja, deswegen und den Konkurrenzkampf natürlich anpeilen natürlich. Das ist aber, glaube ich, im Fußball normal. Und, aber ich glaube, an erster Stelle ist erstmal als junger Spieler von den Älteren zu lernen. Und ja, was am Ende rauskommt, das wird man sehen. Alles klar. Vielen herzlichen Dank und wir halten Sie auf dem Laufenden. Am Samstag geht es weiter für den SVW gegen den VfB Ginsheim.